Frederik von Anhalt distanziert sich von seinem Adoptivsohn Prinz Markus. Dieser hatte in den letzten Tagen für Schlagzeilen gesorgt, nachdem er in einem Instagram-Video einen Fußball gegen eine Schildkröte kickte. Mein neues Spiel trägt den Namen Triff die Schildkröte, sagte der 56-Jährige in dem Clip und jubelte auch noch, als er das wehrlose Tier traf. Zahlreiche entsetzte Fans warfen dem Dubai-Auswanderer daraufhin Tierquälerei vor. Nun hat sich auch sein Adoptivvater Frederik von Anhalt eingeschaltet. Im Gespräch mit Bild findet der Witwer von Shasha Gabor deutliche Worte. Ich bin ein großer Tierliebhaber und habe geweint, als ich dieses schreckliche Video gesehen habe. Ich schäme mich so für meinen Adoptivsohn. Der Kerl gehört zurück in den Knast, wettert Frederik. Markus hat mit seiner Aktion unseren Namen beschmutzt. Bereits in der Vergangenheit musste Prinz Markus 2 Jahre im Gefängnis verbringen, damals wegen Steuerhinterziehung. Mit seinem Adoptivvater scheint es sich der Partyprinz ein für allemal verdorben zu haben. Das sind sehr empfindliche Tiere und man muss sie behutsam und liebevoll behandeln. Man sollte Markus alle seine Tiere wegnehmen, seinen Privatzoo schließen und ihn für seine Tierquälerei hart bestrafen, fordert der 80-Jährige. Er selbst habe für Markus nie etwas empfunden, aber jetzt verachte er den Bordellbetreiber. Dass er sich an einer wehrlosen Schildkröte vergeht, ist unverzeihlich und an Boshaftigkeit nicht zu überbieten, regt sich Frederik auf.